Hallo ihr Lieben, Andrea wieder hier mit einer Geschichte aus dem Buch Warum? Nein, nicht warum, das wisst ihr schon. Haben Hühner einen Bauchnabel? Jonas, 8 Jahre alt, fragt, warum ist der Himmel blau? Und wie ihr wisst, ist der Himmel gar nicht immer blau. Welche Farbe hat er zum Beispiel heute? Also bei mir ist er richtig blau. Manchmal ist er aber auch blau-weiß getupft. Und bei Gewitter färbt er sich grau. Und beim Sonnenuntergang wird er rot-orange oder sogar pink. Nur an klaren Tagen wie heute wirkt er blau. Das hat nur etwas damit zu tun, wie sich das Sonnenlicht in der Atmosphäre verändert. Ihr wisst, was eine Atmosphäre ist? Die Atmosphäre ist die Hülle, die sich wie ein breiter Ring um die Erde schmiegt. Sie besteht aus vielen unsichtbaren Luftschichten und winzigen Teilchen, die übereinander gestapelt sind. Wie die Stockwerke in einem Hochhaus. Das Sonnenlicht strahlt in allen Farben des Regenbogens, also in Violett, Blau, Grün, Gelb und Rot durch diese Schicht auf die Erde. Wenn ein Sonnenstrahl durch die Atmosphäre auf die Erde trifft, verhalten sich die einzelnen Farben dabei ganz unterschiedlich. Denn Farben, also Licht, fließen in Wellen zu uns. So, rotes und gelbes Licht strömt in langen Wellen fast geradewegs und zielstrebig auf die Erde zu. Aber blaues Licht bleibt an den meisten winzigen Teilchen der Atmosphäre hängen. Es prallt an den Staub-, Rauch- und Schmutzteilchen ab und zerstreut sich in alle möglichen Richtungen. Dadurch werden die blauen Anteile des Lichts viel stärker zwischen den Luftteilchen hin und her geworfen als die gelben und roten. Weil die Teilchen in der Atmosphäre vor allem das blaue Licht wegstoßen und streuen, scheint der Himmel blau. Tja, so ist das. Und jetzt seid ihr dran, wenn ihr wollt. Ihr könnt nämlich selbst ausprobieren, wie sich Licht zerstreuen lässt und euch davon überzeugen, dass zerstreute Farben besser von uns gesehen werden können. Was ihr dazu braucht, ist ein Wasserfarbkasten, einen Pinsel und einen Wasserzerstäuber. Einen Wasserzerstäuber haben vielleicht eure Eltern, um Blumen im Wohnzimmer zu bestäuben. Das macht dann und so funktioniert's. Füllt frisches Wasser in den Zerstäuber. Dann taucht ihr den nassen Pinsel ins blaue Farbtöpfchen eures Malkastens. Den Pinsel mit der Farbe dran haltet ihr in den Wasserzerstäuber. Und das wiederholt ihr mehrere Male, bis das Wasser blau ist. Und jetzt geht ihr am besten auf die Terrasse oder auf den Balkon oder ans Fenster und sprüht kräftig los. Und ihr werdet sehen, die Luft um euch herum wirkt für kurze Zeit himmelblau. Obwohl die Luft in Wirklichkeit gar nicht blau ist. Probiert es. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Light up, Neunkirchen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.